Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge von Minecraft Stranded, zum dritten Versuch der Aufnahme, aber darum geht's jetzt nicht. Ja, ganz kurz nochmal. Also, seit der letzten Aufnahme habe ich ein paar Sachen gemacht. Ich habe hier die Cooking Utensils gemacht und Hunger Games fertig und heute möchte ich mich hier um kümmern über Lonely. Dafür brauche ich 64 Seeds. Ich habe hier ein paar Knochen, die ich jetzt zu Knochenmehl mache. 43 habe ich schon. Und ja, wir gehen jetzt einfach hier hin und spammen das die ganze Zeit zu. Und dann bekommen wir nämlich gleich ein Chicken Spawn Egg. So, 62, okay. 64. Claimen. Spawn Villager. Jo, wahrscheinlich. Ein extra Life, Life, Blood, Crystal und Loot Chest. Alter. Moment mal, vier Blöcke Emeralds. Wie viel habe ich denn durch 7 rausbekommen? Hier sind schon mal 3. Und hier ist einer, also nicht genug. Was können wir denn noch machen hier? Kuh. 8 Leder. 8 Wolle, ein Leder. 8 Goldnuggets, das kann ich machen. Okay, scheiße, ich brauche 10. Ah! Claimen. Ocelot brauche ich rohen Fisch. Wolf brauche ich Raw Beef. Zusätzlich noch Horse, Wheat und Leder. Ja, gut. Okay, jetzt brauche ich aus meinem Holz, was ich gerade dummerweise nicht dabei habe, hier packen wir da mal noch ein paar Sachen rein, die gehen. Weil ich brauche jetzt ein paar Zäune. So. Paar Fences und das verteilen wir jetzt mal schön. Lol, was ist das denn? Crop. Okay. Machen wir mal erstmal nur 3 draus. So, und das setzen wir jetzt mal ganz einfach. Gut, wir setzen es noch nirgendwo hin, da wir jetzt erstmal die Base erweitern müssen. Autsch, Autsch. Oh shit. Ach, scheiß Viecher, ey. Das Problem ist, gegen die Hexe komme ich nicht an. Was mache ich denn jetzt?
Ja, und jetzt wird auch noch Nacht, super. Erstmal muss ich was essen. Da gönne ich mir mal einen Toast. Ein Reiskuchen und noch ein Reiskuchen. Jetzt bin ich komplett voll hier gerade. Die Experience sammeln wir noch mal gerade. Gut, wir machen das jetzt anders. Ich gehe mal gerade runter. Hierhin. Vielleicht despawnt die Hexe ja auch. Aber vorerst setzen wir das einfach hier so rein. Ich hole mal gerade eben, mache ich mir mal Fackeln, dass ich hier unten ausleuchten kann. Ah nee, gar nicht. Ich wollte das so. So baut man Sand ab. Gut. Wieder noch mal. Ups.
So, hier kommt das Chicken rein. Und hier der kleine Edgar. So, dann hätten wir das auch und das war's dann noch mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao. Ich denke mal, bis zum nächsten Mal erweitere ich die Base dann ein bisschen, dass wir die weiteren Tiere oben lagern können und dass dann vielleicht die auch von unten hochkommen irgendwann. Und dass wir da auch mal unseren Orange Sapling ran machen können und so. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.